Das Gymnasium meiner zweitältesten Tochter hat einen Rundbrief an die Eltern verfasst und an die Schüler, in dem eine gewisse Kleiderordnung vorgeschrieben wird. Ausgelöst durch diesen Brief und die Diskussion zu Hause habe ich mich genau mit diesem Thema rechtlich befasst. Dürfen also die Schulen Hotpants und bauchfreie Shirts verbieten? Das verrate ich in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Markus Mingers von der Kölner Verbraucherrechtskanzlei Mingers Rechtsanwälte. Sollte dir das Video gefallen, lass bitte ein Abo da und kommentier doch mal hier unten, wie du die Situation siehst. Die Schule hat sich mit einem ganz heiklen Thema befasst. Beim ersten Lesen dieses Schulbriefs habe ich erstmal unglaublich mit dem Kopf geschüttelt, mich dann näher damit beschäftigt und habe dann auch meine anderen Kinder befragt. Hier kommt natürlich erstmal, ich lasse mir das doch nicht vorschreiben, welche Hosenlänge ich trage, was für Hosen, was für Oberteile, bauchfrei, ja oder nein? Nein, wie lang sollen die Fingernägel sein? Also erstmal war man brüskiert. Die älteste Tochter von mir sagt, das ist doch sexistisch. Gerade das soll doch heute eben verboten werden, dass den Frauen Vorschriften gemacht wird, dass die Frauen sich nicht zu sexualisieren hätten. All das ist ja eine ganz aktuelle Diskussion. Darum greife ich das auch in diesem Video auf. Grundsätzlich stehen hier halt auch wieder mal zwei Grundrechte gegenüber. Auf der einen Seite das Recht der Schule. Übrigens gibt es da kein Gesetz zu, das steht in keinem Schulgesetz, sondern das ist den einzelnen Schulen belassen, die das eben im Wege der Hausordnung dann umsetzen können. Diese Hausordnung wiederum soll dann den öffentlichen Schulfrieden wahren, weil eben knapp bekleidete, meistens Mädchen oder vielleicht auch Jungs, die in Jogginghosen und mit Caps verkehrt rumlaufen, eben unangemessen zur Schule kommen und eben andere abhalten würden und damit eben öffentlichen Sicherheit und Ordnung in der Schule gefährden würden. Auf der anderen Seite wird natürlich massiv in das Persönlichkeitsrecht der Kinder eingegriffen, die dann wiederum sagen, ich kleide mich so, wie ich das will und nicht, wie mein Lehrer das will. Grundsätzlich darf die Schule natürlich nicht ihre Moralvorstellung über alles stellen und gleichzeitig dann eben in die Persönlichkeitsrechte der Kinder eingreifen. Auf der anderen Seite ist dieser Eingriff eben genau dann juristisch gerechtfertigt, wenn der Schulfrieden gestört ist, wenn ein Verstoß gegen die guten Sitten vorliegen könnte. Und da muss man sich vielleicht auch einfach mal die Einzelfälle anschauen. So eine Oberstufenschülerin, die eben mit knappen Hotpants zur Schule geht und die ihren Hintern zeigt und die vielleicht bauchfrei rumläuft, lenkt vielleicht auch den einen oder anderen Schüler ab von der Schule und sorgt für ein gewisses Aufsehen, dann ist es teilweise heute bei den Kindern auch eine Challenge, solch lange Fingernägel zu tragen, könnte vielleicht auch gerade im Sportunterricht oder vielleicht auch bei naturwissenschaftlichen Fächern auch zu Störungen führen, vielleicht können die auch gewisse Teile nicht so dann ausüben. Aber insgesamt, muss ich ehrlich sagen, hat man hier wieder so eine Angemessenheitsprüfung, wo ich mir nicht ganz sicher bin, was denn richtig ist. Auf der einen Seite will man gerade die jungen Frauen zu Selbstbewusstsein gerade erziehen. Auch die Schule selber, die jetzt diese Kleidervorschriften macht, hat in vielen Unterrichtsinhalten, da geht es um Sexismus, um MeToo, da soll den jungen Menschen eine ganz neue Sensibilität im Umgang mit diesen Themen vermittelt werden. Auf der anderen Seite wird dann sowas vorgeschrieben. Das halte ich für ganz gefährliches Art und Weise des Umgehens miteinander, denn dann kommt ja sehr schnell auch diese Empörung, dieser Unmut, die geringe Akzeptanz kommt dann auf, wenn man sagt, naja, die predigen das hier, die wollen uns das mitgeben und halten sich aber selber nicht dran. Das ist ja genau auch der Unmut, der gerade unsere Gesellschaft spaltet, wenn man sagt, da oben die Regierenden, die reden so, handeln aber anders. Genau diese Spannweite hat man jetzt ja auch, daher ist es ein extrem sensibles Thema. Letztendlich, juristisch, ist es so, dass die Schule grundsätzlich eine gewisse Kleiderordnung vorschreiben darf. Der Eingriff in die Persönlichkeitsrechte ist also letztendlich wohl juristisch gerechtfertigt. Als Vater einer direkt betroffenen Tochter weiß ich offen gestanden nicht, was ich davon halten soll. Eine ganz klare Meinung habe ich dazu nicht. Ich weiß nur, dass man da in den Diskurs gehen muss, dass man die Leute davon überzeugen muss, dass man die Kinder mitnehmen muss, dass man begründen muss, dass man in die Kommunikation gehen muss. Denn aus Überzeugung handeln ist immer noch besser, als Vorschriften zu machen. Wir sehen uns wie immer vor Gericht.